Also Harry, du lebst hier relativ abgeschieden in der Vulkaneifel. Kannst du dir vorstellen, nochmal zurückzugehen in die zivilisierte Gesellschaft? Nein, kann ich nicht. Ich wohne jetzt hier mitten im Wald 36 Jahre. Und wenn man so lange, ich kann schon mal sagen, in der Wildnis lebt, kann man sich nicht mehr vorstellen, in der Großstadt zu leben, nicht? Obwohl ich in der Großstadt mein halbes Leben verbracht habe, nicht? Und sag uns noch mal kurz, was du hier an Dingen nutzt oder welche Dinge du hier nicht hast, die ein jemand zum Beispiel hat, der in der Stadt wohnt. Ja, praktisch alles, ne? Alles, was die in der Stadt haben, das habe ich nicht. Waschmaschine, Spülmaschine, alles, was du auch hast, ne? Habe ich nicht, ne? Das Einzige ist, ich habe DVD-Player. Und ich habe ja einen guten Freund, der macht ja meine Homepage auch. Und der macht auch DVD. Also sonst würde ich überhaupt nichts zu sehen bekommen, ne? Und du hast keinen Fernseher. Nein. Das heißt, du kriegst Bilder sozusagen von Dingen wie den Attentaten von Paris oder den. Nein, das kriege ich mit, zwar durch die Radio, nicht? Aber Bilder will ich überhaupt nicht, gar nicht. Und es fehlt dir nicht? Naja, wollen wir ganz ehrlich sind, werde ich verkehrt, nicht? Aber ich habe es nicht und ich reiße mir jetzt auch kein Bein aus, um sowas zu bekommen, nicht? Also ich bin zufrieden, wie es ist. Und beschreib doch mal ganz kurz wie du sozusagen duschst, dich wäschst und wie du dein Essen bekommst. Wie ich mein Essen bekomme. Ja, ich fahre zweimal im Monat nach Hildesheim zum Einkaufen. Da fahre ich nach Norma und Rewe, oder wie die alle heißen. Und da hole ich mich Fertiggerichte. Und die Fertiggerichte, die werden dann bloß im Wasser. Ich habe auch kein Grill und sowas, habe ich ja auch nicht. Ich muss das alles in der Bratpfanne dann heiß machen. In der Bratpfanne ist dann Wasser drin. Und die Dinge, die sind in Alufolie, die werden dann heiß gemacht und das ist dann mein Essen, ne? Ja, gut, ab und zu, wenn ich mal ganz gut drauf bin. Und wenn hier Frauen kommen, auf die habe ich dann immer ein Attentat vorher. Warum? Was für ein Attentat? Da kannst du mir 5 Kartoffeln schälen.